Hallo Friday for Future. Nicht nur der Mensch kann das Klima verändern, sondern auch kosmische Katastrophen. Gefahren planetarischen Ausmaß müssen mehr Beachtung finden. Astronomen schlagen Alarm. Dort oben schwirrt mehr herum, als wir es je für möglich gehalten haben. Aber die Warnungen verstummen wieder einmal im politischen Konsens. Das Holocene Instrumentality Project verfolgt die Absicht, eine neue Generation auf die Gefahren und Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Das Leben auf diesem Planeten ist bedroht, wenn Warnungen von Experten auf taube Ohren stoßen. August 2020 wurde im Libanon eine Großstadt verwüstet. Politiker haben die Warnungen der Experten jahrelang ignoriert, bis das Undenkbare passierte. Dieses Beispiel zeigt ganz deutlich, wer nicht hören will. Vor 5000 Jahren knallte ein gigantischer Brocken in den Indischen Ozean und verwüstete die halbe Erdkugel. Er durchschlug 5 Kilometer Ozeanwasser in Sekunden und hatte immer noch die Kraft, einen 30 Kilometer breiten Kraterring auf dem Meeresboden zu hinterlassen. Eine 180 Meter hohe Tsunamiwelle entfernte sich radial vom Einschlagspunkt, 13 Mal größer als die Tsunami-Katastrophe von 2004. Man schätzt eine Sprengkraft von 10 Milliarden Tonnen TNT. Oder anders gesagt, wenn alle Atombomben auf einmal hochgehen. Die Explosion im Libanon hatte eine Sprengkraft von 1000 Tonnen TNT. Die kausalen Zusammenhänge sind keine Tatsache, aber Experten sehen darin eine Möglichkeit, offene Fragen zu beantworten. Bohrkerne vom Meeresboden zeigen die Fingerabdrücke eines Einschlags. Nickel, geschocktes Quarz und magnetische Ablagerung sind ein Indikator für extreme Druck- und Temperaturverhältnisse eines kosmischen Ursprungs. Madagaskar war das erste Opfer der Tsunamiwelle. Meeresbodenablagerungen türmen sich bis zu 180 Meter hoch, was Rückschlüsse geben kann, wie hoch die Welle einst war. Durch die Hitze des Einschlags wurde so viel Wasser vaporisiert, dass es in weltweiten Regenfällen endete. Die Menge des Niederschlags hätte eine 9 cm dicke Wasserschicht auf der Erdkugel erzeugt. Heftige Regenfälle zerstören Agrarfelder, Ernten fallen aus, Hungersnöte schwächen das Immunsystem und die Pest hat eine Grundlage, sich in Europa auszubreiten. Das Ende der neolithischen Periode ist begleitet mit einem Zivilisationsrückgang in Europa. Die Ursache dieser Katastrophe liegt noch im Dunkeln. 2018 entdecken Wissenschaftler Anzeichen einer kosmischen Katastrophe in der Nähe vom Toten Meer. Auch hier wurden magnetische Ablagerungen gefunden, wie bei dem Bohrkern vom Meeresboden. Ein Bereich von 500 Quadratkilometer wurden zum Ground Zero. Archäologen finden nur noch die Fundamente der Städte, die durch die Schockwelle weggepustet wurden. Die Neigung der Erdachse veränderte die Sonneneinstrahlung auf dem Planeten und zur gleichen Zeit verschwanden die großen Seen der Sahara. Können Klimawandel alleine durch die Neigung der Erdachse erklärt werden oder hat der Asteroid nachgeholfen? Interessant sind ebenfalls die mündlichen Überlieferungen. Archäologen glauben, dass Flutkatastrophen Erzählungen von lokalen Überschwemmungen sind. Ich denke, sie beschreiben die Auswirkungen einer realen Naturkatastrophe. Vor 5100 Jahren begann der Maya-Schöpfungsmythos. Und zur gleichen Zeit, auf der anderen Seite des Planeten, begann das Kali-Yuga-Zeitalter des hinduistischen Kalenders. Beide Kulturen besitzen Flutmythen und prophezeien Naturkatastrophen. Auch Gilgameschs Flutmythos kann mit diesem historischen Event in Verbindung gebracht werden. Ist ein Klimawandel der richtige Zeitpunkt für einen verhassten Pharao, das größte geometrische Grabmal aller Zeiten zu errichten, während der Rest der Menschheit ums nackte Überleben kämpft? Wir unterschätzen die klimatischen Turbulenzen und ihren Einfluss auf Hochkulturen. Das letzte Indiz ist eine sumerische Himmelsbeobachtung. Ein sumerischer Astronom beschreibt einen Einschlag eines Asteroiden. Dank der astronomischen Details konnten Experten das Datum zurückdatieren. Sie schätzen den Augenzeugenbericht auf den 29. Juni 3123 vor Christi Geburt. Falls euch diese Thematik genauso fasziniert wie mich, lasst ein Abo da. Danke für die Aufmerksamkeit.